Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Life is Strange, mittlerweile im sechsten Part. Wir müssen jetzt hier erstmal gucken, wie wir jetzt am geschicktesten verhindern, dass die arme Kleine hier den Ball abbekommt. Vielleicht können wir ja mit ihm reden. Fuck this shit! Ey. Ow! That hurt! Manu, wie soll ich denn das verhindern? Verdammt! Nein, nicht mein, nicht mein. Wir machen das rückgängig. Vielleicht kann ich ja wirklich mit ihm reden. Reden. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Fuck this shit. Mann. That hurt. Okay, vielleicht muss ich mit ihr reden. Oder hier rumstehen oder so. Mal gucken. Wird ja wieder lustig, das rauszukriegen. Warnen. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Yeah. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Cool. Auch das wird Konsequenzen haben. Victoria hat uns geschrieben. Oh nein! By the way, wir sind keine Freunde. Na toll. Kann ich jetzt nochmal in ihr Zimmer gehen und die Post-its zum Mittelfinger machen? Mann. Ich hab gedacht, wir haben uns jetzt lieb. Oh, wir haben was Neues im Tagebuch. Die nächste Seite. Nachdem ich Juliette den Beweis gegeben hatte, dass Victoria hinter all dem steckte, habe ich Warrens USB-Stick von Dana geholt. Sie hatte eine merkwürdige Laune, aber nachdem wir über Victoria gelästert hatten, fühlte sie sich auf jeden Fall besser, glaube ich. Wir sprachen über Warren und Dana meinte, dass er mich mag. Bäh. Also irgendwie findet sie es noch nicht so cool, dass Warren offensichtlich was von ihr möchte. Gut. Now Alyssa can savor her bad novel in peace. Max, that was awesome. Thank you. Das war knapp. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? You're smart. We should hang out more. Yes! Now I have to finish this stupid book. Jetzt ist es schon ein dummes Buch. Ja, okay, dann lassen wir sie mal in Frieden. Und ich meine, ich hätte bei der Fotovorschau irgendwas gesehen, was darauf hinweist. Genau, dass wir das fotografieren können. Now that's what I call instant karma. Yeah. Juhu. Wir haben eine Fensterscheibe gefotografiert. Und zwar genau da. Genau. Und die anderen drei weisen halt auch noch aus. Also irgendwas wird noch mit dem Vogel sein. Dann wird noch irgendwas mit dem Wohnwagen und irgendwas mit Sonnenuntergang. Dann hätten wir schon fast alle Fotos. Sehr cool. Okay, also Victoria sagt, wir sind keine Freunde. Kate ist auch nicht mehr da. Tja, dann würde ich fast sagen, wir können ja mal gucken, ob wir mit ihm noch irgendwas anfangen können jetzt. I could almost feel sorry for him, if he wasn't such a serious dick. Poor Juliet. Stimmt, das ist ja Zack, ne? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Ja, ja, du mich auch. Genau, Zachary. Das ist ja der, mit dem die zusammen war da oder ist oder naja. Nein, nein, nein! Oh. Toll. Was war denn das jetzt? Max, that was awesome. Ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay. That was close. Jock. Would you want to be a member? You're smart. Okay. Thanks again. Let's talk later. Habe ich jetzt das Foto noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, okay, ist alles cool. Ja, toll. Also jetzt habe ich das auch mit der Steuerungstaste wenigstens wieder verstanden. Mann, hat er mich einfach zurückgespult. Das ist unfassbar. Gibt es hier noch irgendwas? Vermutlich nicht. Na gut, auf geht's. Wir müssen Warren auf dem Parkplatz besuchen. Der wartet ja schon ganz ungeduldig auf uns. Der Parkplatz war, meine ich, auf der anderen Seite. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Oh-oh. Oh, verdammt. Okay, wir probieren beides aus. Foto könnte auch wichtig sein. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Siehste, da steht auch wieder, lass mich allein. Furchtbar finde ich das. Leave me alone heißt, lass mich in Ruhe. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Ja, das war jetzt uncool.
Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. Ja. I could rewind and try something different. Natürlich könnten wir jetzt zurückspulen und etwas anderes probieren, aber auf der anderen Seite kann so ein Foto auch ein guter Beweis sein. Das ist... Also gut, ich würde mir jetzt gerne mal angucken, was bei dem anderen passiert. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das will. So don't think I'm blind. I see everything here. Ja, komm, wir überspringen das Ganze. Greifen wir mal ein. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Das hat ihm jetzt nicht so gepasst. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Yeah. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nee, eigentlich gefällt mir die Konsequenz, glaube ich, ganz gut. Ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass es uns irgendwo nochmal zum Verhängnis wird, dass wir kein Foto haben, um ihn vielleicht irgendwo auflaufen zu lassen. Aber, ja, was soll's. Ich fand das jetzt schöner, dass Kate uns wenigstens dankbar war dafür. Vielleicht öffnet sie sich dann auch mehr. Schön. Also die Musikuntermalung ist echt herrlich. Gefällt mir richtig gut. Ach, guck mal, sie nimmt uns sogar den Weg zum Parkplatz ab. Bin ich sehr dankbar für. Okay. Da hinten steht er doch. Also auf die Entfernung sieht er noch ganz nett aus, muss ich mal sagen. Okay. Aber das I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Na siehst du. Das Schlimme ist, hier gibt es garantiert wieder voll viel zu entdecken und deswegen werde ich natürlich erstmal voll in Ruhe alles durchchecken. Das sieht auch interessant aus. Ich glaube, das ist auch so ein Vortex-Club. There's no way I can walk to the town from here. Besides, I need to see Warren. Ja, I don't get it. How could Zack and Victoria do that to me? Ach, guck mal, Juliet. Was gibt's? Juliet still looks upset about Zack and Victoria. Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry. I'm still screwed up. No. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Ach, Mensch. Okay. Oh, ein Graffiti, ein Graffiti. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Ich will lesen, was da steht. Hier steht eigentlich reserviert und da steht Tart. Ich kann es gar nicht lesen, weil das Gelbe so aufdringlich ist. Tart. Ach, retarded. Okay, das ist, soll durchgestrichen sein und retarded heißen. Ich weiß allerdings gerade leider dummerweise nicht, was retarded bedeutet. Tut mir leid. Ich bin in Englisch jetzt nicht gerade die Leuchte. At least Rachel Amber has people who care about her. Da hat's wohl recht. Okay, ach, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da ist ein Hinweis. Ein Hinweis. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Oh, ich hätte jetzt auch voll Bock auf einen Burger. Das wäre eigentlich mal wieder was anderes. Cars gleich Death. Good thing I don't have a car. Yet. Autos sind tot. Ah ja, ein Fahrrad, was angefangen wurde, zur Mumie zu entwickeln. Who toilet papers a bike? Tja, das soll wohl irgendjemanden wieder mal ärgern. Ich hatte letztens auch eine tolle Situation. Da war ich einkaufen, alleine.
Und irgendwelche Jungs, das waren glaube ich 3 oder 4. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Die fanden es besonders lustig, mir so eine Pappteller in den Wagen zu legen. Das Motiv war ja noch ganz süß, so Mädchenmotiv mit einem Pferdchen und so ein bisschen rosa und grün im Hintergrund. Ja, wo ich dann dachte so, ja, okay, da hat sich jemand vertan, hab das Ding genommen, hab's weggebracht. So, und dann ein paar Meter später hatten die das wieder da reingelegt. Ja, weil manchmal lasse ich halt den Wagen da stehen, gehe in die Regale, hole, was ich brauche und dann gehe ich mit dem Wagen weiter, weil ich das nicht immer alles durch die engen Regale schieben will. Wo ich dann dachte so, oh jo, ihr habt doch nichts anderes zu tun, ne? Es war dann halt zufällig, dass die dann irgendwie an mir vorbeigegangen sind und so gekichert haben. Na, ich denen dann auch entgegengerufen und so, ihr habt auch nichts Besseres zu tun, oder? Also ich weiß ja nicht, manchmal die Jugend von heute. Damn, somebody is seriously devoted to putting up these posters. Also irgendjemand verteilt diese Flyer, wie blöd. Ich weiß, ob das noch eine Bedeutung für uns hat. Hier ist aber auch jetzt nicht erkennbar, wer das eventuell sein könnte. Na gut. Okay, gibt's hier sonst noch was? Den hatten wir uns, glaube ich, angeguckt. Ah, ein Wohnwagen. Da konnte man irgendwas machen. Ansehen. That layer of dust is begging for my finger. Ja, lass uns zeichnen. It's not a dirty window, unless somebody writes clean me on it. Ja, das ist auch so eine Eigenart. Wird Konsequenzen haben. Ja, ist mir egal. Komm, wir fotografieren das. I could use this picture for a series on Arcadia Bay Lots. Ja, das sieht man auch hier in Deutschland ganz gerne mal, zumindest in Berlin, dass da einfach auf Autos geschrieben wird, putz mich oder so. Ein Hund! Ein Wuffi! That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. Gut, dann gehen wir lieber. Yeah, wir haben ein neues Foto und da ist auch wieder so ein Flyer. Vielleicht verteilt ja Warren die Flyer. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Ja, okay, du hattest auch nichts Neues mehr dazu zu sagen mittlerweile. Warum auch? Dafür werden die einfach zu sehr zuhauf verteilt. Get your ass over here. Nein! Ich bin noch nicht fertig. Ja, mal gucken. Too bad those posters will be trashed and ignored. Ja, das ist echt schade. Was ist mit dem Vögelchen? Ich habe noch ein Vögelchen in meinem Repertoire. Ich muss noch irgendwo was. Come on over here, please. Nein, ich mag dich nicht. Geh weg. Ah, gut, aber nur weil du es bist. Oh komm, der sieht aber eigentlich ganz süß aus. Der sieht doch eigentlich ganz süß aus. Kann ich mit Warrens Auto was machen? Ich will was mit Warrens Auto machen. Yo, Max, check it out. Ja, ich will es mir angucken. Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. Okay. Wir gucken dich erstmal an. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Sieht fast so aus. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Er wollte sie umarmen. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Ja gut, wir haben halt kein Foto gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. What? You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Nein, es ging leider nicht. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, Drama Queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust.
Ja, toll. Passt irgendwie beides gerade nie so richtig. Na gut, schon machen wir nie im Leben. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Ja, genau, das hat sie ja geguckt, die Satansweiber. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Ja. Ja, komm, Warren ist doch eigentlich... Ich meine, er ist zwar ein bisschen crazy, aber ich glaube, man kann schon mit ihm reden. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Komm runter. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Ow! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody messes with me! Nobody! Was ist alles los, ey? Oh wei, oh wei, oh wei. Sie verteilt also die ganzen Flyer. Das ist interessant. Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hoffentlich nichts. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Naja, eigentlich fand sie Seattle jetzt nicht schlimm, oder? No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah. Must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Wusste sie das mit Magda? Ich sag natürlich. Of course. It's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Warte mal, das ist echt die jetzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, hieß die wirklich Chloe? Ich weiß ja nicht. Egal. Ich wollte. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh please, I'm sure your phone and laptop were frozen in time.
You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Oh, sie jetzt echt beleidigt deswegen. Mal nicht so. Ihr wart so süß auf dem Bild. Oh Gott, die Kamera hat was abgekriegt. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Aww. Willkommen zu Hause. Das ist schön. Ja, voll cool. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass das jetzt ihre beste Freundin gewesen sein soll. Finde ich ja cool. Aber auch schön. So hätten wir wenigstens das geklärt. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Ach, diese Musik. Das sieht mir doch nach einem coolen Zimmer aus. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Medizin, jo. Sie raucht erstmal ein. Naja, gut. Wo ist denn deine Anlage? Da ist deine Anlage. Da machen wir doch mal Musik an. It won't play without any power. Och, komm, ernsthaft jetzt? Soll das ein Rätsel sein? Yeah, es werde Licht. Cool. Dann gucken wir uns doch gleich mal das Poster hier an. I'm not into them. Too pretentious. Okay. Fernseher? Hey, that TV used to be in the living room. Süß, wie sie sich jetzt an die ganzen Sachen von früher vielleicht erinnert. Mal gucken, wir machen jetzt erstmal Musik an. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. Ja. Ist die jetzt schon? Also, ich meine, ich höre nichts, ne? Es läuft noch keine Musik. Na gut, gucken wir uns mal weiter um. Fenster? We used to dare each other to climb down, but never did. Interessant. So it was Chloe who printed all those flyers. Offensichtlich. Chloe's trash overfloweth. Über, ja. Er läuft über, natürlich. Ich sehe es regelrecht, wie er überläuft. Oh, cool. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Da gucken wir doch mal, was es alles gibt. Ja, okay, ist nicht viel übersetzt worden. Interessant, interessant. Was haben wir hier noch Schönes? Na gut, gucken wir erstmal hier mit dem Laptop. Is this a desk or a storage space? Durchsuche ihn I think this junk swallowed her discs. Im Ernst, sie hat nichts Interessantes gefunden, wie langweilig. Dann gucken wir uns ihr Laptop an. Too bad I can't stream any music from Chloe's lap. She looks super happy. Das ist ein schönes Bild, ja. She looks super sad. Ja, traurig, aber irgendwie hat das Bild was, finde ich. She looks super stoned. Okay, interessant, interessant. Ich stehe da gar nicht drauf, muss ich sagen. Also okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Was jetzt so Kiffen und Shisha angeht und so, ich stecke das alles in die gleiche Kiste, auch wenn Shisha ja angeblich total ungefährlich ist, aber es ist, nee, bäh, geht mir weg mit dem Scheiß, ich habe damit nichts am Hut. Yeah, eine CD. Genau, steck sie einfach ein. Ah, das ist Rachel, hä? Huh?
Ach, guck. Hey, gimme that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Ja, was ist denn mit der Mutter? What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Klingt ja nicht so schön. Kann ich schon verstehen, dass es eine echt blöde Zeit gewesen sein muss. Kann ich jetzt mit der Kiste nochmal irgendwie... Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Der Mülleimer ist auch klar. So, was gibt's hier noch Schönes, bevor ich jetzt Musik anmache? Nothing but junk in this suitcase. Oh mein Gott. Okay. Ein Höhenmaß. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Ach Gott, wie süß. Da haben sie mal ihre Größen verglichen und dann Dad is gone. Scheiße. Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Ja, definitiv. Ich habe sie auch von den Fotos her auch nicht wirklich erkannt. Ein Kleiderschrank. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Ach, wer kennt's nicht? Wer kennt es nicht? Old cardboard boxes. Noch eine Kiste. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Nein. Das machen wir rückgängig. Das finde ich nicht schön. So. Dann gucke ich mir doch lieber die Tasche an. This looks like a laundry bag. And it reeks like dirty laundry. Gross. Toll. Ja, also ich meine, klar, das ist schon... Ich hätte jetzt vielleicht vorher mal gucken sollen, ob da doch irgendwas Interessantes drin ist oder so. This postcard is from Rachel Amber. Okay. Von wann ist denn die Postkarte? 2011, okay. Ich glaube, wir sind ja schon 2013. Ja, was soll ich jetzt mit dieser Kiste machen? Ich weiß ja nicht, weil die Schneekugel, ne? Ist schon schad drum. Komm, wir machen jetzt erstmal Musik an. Dass jetzt so gut ist, dass sie ausgerechnet die CD anmacht. Das bedrückt sie doch mehr, als dass es ihr hilft. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Leute, was machen wir jetzt mit der Kiste, verdammt?
Na gut, ich probiere es nochmal. Ich will wenigstens wissen, ob da jetzt irgendwas zu finden war. Was ich jetzt in der Schnelle übersehen habe. Dude, you broke my glass snow. Da, genau, da ist was zu Thanks. Angucken. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. When she cared. Ist sie gar keine mehr? Ist sie gar nicht mehr auf der Schule oder was? Über 80 Fehlstunden. Das ist untragbar. Ja, da ist wohl was dran. Okay. Okay. So, komm, wir machen es trotzdem rückgängig. So. Da müsste ich ja trotzdem, das kann ich ja jetzt gerade mal überprüfen. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte da rein. Wir haben auch weitere Tagebuchseiten bekommen. Wir haben neue Personen bekommen. Ich wollte aber gerne wissen... Ah ja, genau. Das war das Foto. Zwei Fotos fehlen uns noch. Ich wollte gerade genau hier wissen, ob ich das jetzt gespeichert habe. Da, genau. Ist trotzdem gespeichert. Na also, das ist doch okay, ist doch cool. Okay, da waren wir schon. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir hier raus können. Offensichtlich schon. Und ja, Garage. Ach, aber das ist jetzt auch so verlockend, sich hier noch umzugucken. Ich meine, gut, die meisten Türen gehen jetzt eh nicht auf. Gucken wir doch mal hier rein. Zeug. Einfach nur Zeug. Wow, dark. I cannot see ja, anything. Ja, das Licht an, Mensch. Stell dich doch nicht so an. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Kleine Vegetarierin. I hope Chloe isn't taking these pills. Okay, was steht da Schönes drauf? Fluoxetin-Tabletten. Verschreibungspflichtiges Medikament. Wir werden nicht erfahren, wofür es ist. Was gibt's hier noch? I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Ja. Nicht schlecht. Okay, sonst noch was? Oh, eine hübsche Dusche. Eigentlich sogar eine Badewanne. Finde ich sowieso besser, wenn man Badewanne und Dusche hat. Wollen wir es nicht wieder ausmachen? Ja, komm, mach's nicht wieder aus. Wo bist du? Da bist du. Komm schon. Das muss reichen. Komm schon. Jetzt. Nein! Ja, okay, ist ja gut, Mensch. So. Okay. Oh, hier gibt es ein Bild zum Ansehen. Arcadia Bay. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Ah, da können wir auch noch reingucken. Hier gibt es noch Bücher. These books have not been touched since the last decade. I see why. Oh, ein Fenster. Nothing's changed. Except for me and Chloe. Okay, dann gehen wir hier in die Tür rein. Mann, eigentlich muss ich schon längst den Part wieder beenden. Ey, das ist echt schlimm. Das ist so verdammt spannend. This oh nein! Must be Chloe's parents' room. Man, I'm nosy today. Ja, das arme Vögelchen. Das arme Vögelchen. Ich will das arme Vögelchen. Das arme Vögelchen. No. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Ja, klar kann ich was tun, um es zu retten. Aber, liebe Leute, ich muss diesen verdammten Part beenden. Wir werden dem armen Vogel in der nächsten Folge helfen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt doch eine interessante, ja, ich will nicht sagen Wendung, aber zumindest eine interessante Story. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also wir haben unsere quasi beste Freundin von damals wiedergefunden, die sich auch sehr verändert hat. Auch viel Schicksal durchlitten hat, aber gut. Ja, was soll's. Wir schauen im nächsten Part, wie sich das weiterentwickelt. Ich freue mich sehr darauf mit euch und sage bis dann!